Ihr seid jetzt hier in Oberhof, macht die Leistungskontrolle schon gemacht. Wie fit fühlst du dich hier bei der Sommervorbereitung? Ja, wir hatten jetzt eben schon 2 Laufbahntests, Montag und Mittwoch. Ja, ich habe mich verbessert zu meinem letzten Test, das war sehr positiv. Und jetzt kommt noch das Wochenende. Ja, und läuft alles. Wie sehen die kommenden Wochen aus? Was steht noch alles an, bis es dann bald losgeht? Der Winter steht vor der Tür. Ja, das geht jetzt ziemlich schnell. Wir fahren dann, wenn wir heimkommen, im Oktober gleich das erste Mal auf den Gletscher. Sind da dann über 2 Wochen. Dann kommt die Einkleidung und dann praktisch geht es nahtlos über in unseren Finnland-Lehrgang, also Schneevorbereitung den ganzen November und dann steht der Weltkrieg vor der Tür. Ganzer November wird dann auf dem Schnee sein. Ja. Okay. Wann geht's los dann für euch? Genau? Am letzten Novemberwochenende, glaube ich. Oder ein Wochenende bevor das Biathlon, bevor der Biathlon-Weltcup losgeht, sind wir schon dran. Du bist jetzt fest im Weltcup-Team. Was sind deine Ziele für die Saison? Ich will auf jeden Fall mich im Weltcup-Sprint meine Platzierung konstant halten in den Top 30 und so oft es geht in die Top 12 laufen. Für dich stehen die Weltmeisterschaften in Val di Fiemme an, für dich stehen auch noch weitere Weltmeisterschaften an. Wie sehen da deine Ziele aus? Genau, ich darf ja noch bei der U13-WM starten, wo ich letztes Jahr den Titel geholt habe, den ich natürlich verteidigen möchte. Je nachdem, wie ich drauf bin, könnte es funktionieren. Und die WM in Val di Fiemme ist eben auch ein Ziel, mich dazu qualifizieren und für den Startplatz im Sprint zu sagen. Okay, super. Vielen Dank. Viel Erfolg.